kommt ja gar nichts mehr. Dann lassen die einem hier einfach so... Ja, sein, vor allem so ein achtminütiges Outro. Das ist wirklich irgendwie schlimmer als bei Hey Jude. Das ist ja super awkward, wenn man dann da so nicht weiß und so. Aber toll, das ist eine total gute Musikauswahl. War das nicht schön? Sehr, sehr, sehr. Und jetzt so eine extra Runde auf dem Shaker, auf dem Hamburger Wollt ihr mehr? Jetzt sag noch mal einer, die Karaoke-Bar ist kein Fun. Wollen wir in Zeitlupe aufeinander zugerannt kommen? Du riechst aber sehr gut. Ich riech gut? Ja, du siehst natürlich toll aus, aber das ist langweilig. Aber du riechst auch das sehr toll. Das freut mich. Ich bin nämlich so ein, ich bin so ein Geruchs... olfaktorisch hochbegabt. Ja, man könnte fast sagen Fetischist. Ich auch. Und wenn jemand geil riecht, ist es bei mir wirklich so, da ist fast der Charakter egal. Sehr gut. Ich habe heute Morgen geduscht und ich bin leider jetzt 6 Stunden Zugfahrt sozusagen. Ich hab Fremdgerüche angenommen. Ja. Kennst du das, wenn du irgendwo reingehst und du riechst nach anderen Leuten? Ja. Unangenehm. Gab es ein Reiseei neben dir? Es gab eine Reise. Achso, das hat jemand getuppert neben dir? War der Zug denn pünktlich? Comedy? Achso. Ich hatte gestern einen, der war nur 7 Minuten verspätet. Man muss auch diese Dinge zu schätzen wissen. Ich wusste, ich habe es gefeiert. Ich habe darauf angestoßen. Das stimmt. Ich bin Fan des Verkehrsmittels und man muss auch immer wieder sich sagen, es ist schön, wenn ein Zug ankommt. Das ist genauso wie es ist schön, wenn es nicht regnet. Ja. Man darf sich nicht nur auf die negativen Dinge konzentrieren. Absolut. Seht ihr das dritte Hochhaus da? Das dritte, klar, also dieses hinter der Sparkasse. Ja, diesen Turm. Ja. Da saß ich im 36. Stock und habe Prozesse geführt. 36. Da, ja, ich glaube, ich kann deinen Schreibtisch noch sehen. Da, du hast das Licht noch an. Ja, das Licht lässt man ja immer an als Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei, damit es so wirkt, als würde man Tag und Nacht arbeiten für den Chef. Das Licht wird für den Chef immer angelassen. Das hat nichts mit MeToo zu tun. Natürlich, selbstverständlich. Ich habe ein total verklärtes Bild von so einem Rechtsanwaltinnenleben und stelle mir da auch immer vor, dass man so Plädoyers hält und mit voller Überzeugung seine Haltung dann auch sozusagen darbietet. Hast du sowas auch gemacht? Ich habe ja Zivilprozessrecht gemacht, da hältst du keine Plädoyers, da verfasst du Schriftsätze und dann gehst du vor Gericht und dann trägst du da quasi für deinen Mandanten vor, warum er Recht hat. Mhm. Und da kämpft man dann um große Geldsummen für seine Mandanten vor Gericht. Achtung, es ist rot, Achtung. Gleich werdet ihr überfahren. Ja, aber wir haben eine Anwältin dabei, kein Problem. Wir klagen euch da raus. Ich bin ja keine Chirurgin oder Notärztin oder sowas. Aber es wäre ihre Schuld, wenn die da jetzt überfahren werden würden, oder? Ja, wäre das unsere... Hätten wir eine Mitschuld, wären wir Anstifter. Nein, natürlich nicht. Strafrechtlich nicht. Und, strafrechtlich nein. Kommen da Leute... Also das ist ja oft so, wenn man einen hat im Freundeskreis, der sich gut mit Computer auskennt, dann ruft man den ja auch an. Hast du so jemanden im Freundeskreis? Ja, aber ich bin... Kannst du mir seine Nummer geben? Ja, sehr gerne. So gehörtest du in der Schule zu den Coolen? Nein, nie. Du? Doch, du warst bestimmt cool. Du warst beliebt. Ja, sehr. Ich war immer so dazwischen. Ich hatte so einen Hang zum Uncoolen. Dass ich wie zeigte? Also ich habe zum Beispiel, ich habe sehr gerne geschrieben und habe immer freiwillig meine Texte der Klasse vorgetragen und war in einer Schreib-AG. Die hieß die flinken Federn. Da habe ich mich freiwillig nach der Schule verabredet, um pathetische Gedichte zu schreiben. Ich finde es total cool. So cool war ich. Ich finde es total cool. Aber ging es dir ums Performative, also um das Vortragen, oder ging es dir wirklich um den literarischen Wert dieser Gedichte? Ich glaube um beides. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, in meiner Seele sind wahnsinnig viele, oder in mir sind wahnsinnig viele
tiefgründige und mitteilungswerte Gedanken. Ja, ist aber auch so. Leichte Hybris und habe dann die Klasse damit genervt. Insofern war ich ein bisschen uncool. Ich war dann wieder cool, weil ich konnte gut saufen. Was damals? Ja, das wie die sorry. Meisten Schriftsteller. Ja. Es war alles nur Recherche. So, genau. Ich wollte gucken, wie der Hemingway so genau. Hat. Ich wollte in mich, ich wollte meine Abgründe, ich wollte meine dunkle Seite spüren und deswegen kleiner Feigling, saurer Apfel, das waren da so mit 15, 16, das waren so unsere Dinge. Saurer Karasek. Saurer Karasekt dann aber. Sehr gut. Sehr gut. Gott, sind wir. Mega gut. Wenn wir zusammen, wenn wir mal zusammen eine Comedy Show schreiben. Und hast du dann damals, weil man kann natürlich mit so einem, ich schreibe Gedichte und bin also sozusagen intellektuell unterwegs, hast du das auch so ausgelebt und dann manchmal auch so, keine Ahnung, Bücher gelesen, wo du am Ende eigentlich gar nicht verstanden hast, worum es ging, aber es sah echt gut aus, das Reklam. Es wirkte cool, also ich mache das auch eigentlich fast bis heute, dass ich, wenn ich im Zug sitze und ich lese so ein banales, seichtes, triviales Buch, das wicke ich einfach immer in so einen Umschlag von Tolstoi ein oder Kafka. Machst du wirklich? Das ist ein Lifehack. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke gerade darüber nach, ob ich es nicht machen sollte. Also ich glaube, ich finde das einen guten Lifehack. Ja, voll gut. Nee, ich habe nicht angegeben damit, weil damit konntest du ja nicht, oder damit konntest du ja nicht prahlen, weil junge Leute finden ja eben Gedichte oder sowas nicht cool. Weiß nicht. Also ich glaube, es gibt schon so eine Minderheit, die das cool findet. So, also ja. Und dann zieht man sich ja auch... Das waren nicht die Jungs, die ich beeindrucken wollte. Was wolltest du denn? Wolltest du die coolen Skater? Also ich war so Skater, ich hatte einen Skaterfreund und ich wollte diese coolen Jungs, die sich für Gedichte ehrlich gesagt gar nicht interessiert haben. Und dann habe ich eben angefangen, meine Uncoolness zu kompensieren mit diesen Shots, um eben dazuzugehören. Das, also, und seitdem trinke ich. Das Gute ist, also Saufen vereint irgendwie immer. Ne? Heute ja auch auf eine niveauvolle Weise, wenn man sich einen ganzen Abend lang an so einem halben Glas Chardonnay festhält. Das genau. Geht ja auch. Ja. Aber es bringt irgendwie immer die Leute zusammen. Und damals hat man sich halt betrunken, weil man dachte, man muss das sozusagen liefern, um dazuzugehören. Ja, ich weiß gar nicht, glaubst du, die jungen Leute, glaubst du, Saufen ist heute die jungen Leute? Ja, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir die jungen Leute sagen. Face it. Ich habe kürzlich auch gesagt, ich war in einem Restaurant, glaube ich, und dann fragte mich, ob ich schon bestellt habe. Und dann sagte ich tatsächlich, der junge Mann hat schon eine Bestellung. Und das, wer ist das? Nein. Ich habe der junge Mann gesagt. Oh Gott, Pierre, das ist schlimm. Ich werde immer noch der junge Mann selbst genannt, aber jetzt habe ich es selber gesagt. Das ist bitter. Das ist auch richtig, also das musst du dir abgewöhnen. Ach du grüne Neune, ich weiß nicht, ja, man sagt Ach du grüne Neune ist viel cooler, hast recht. Ach du grüne... Ja. Gut, von dir kann ich was lernen. Sapperlot. Sapperlot. Potzblitz, du. Potzblitz. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, Pierre. Also das sage ich dir aber. Warst du gar nicht cool oder warst du auch so dazwischen? Super uncool. Also auch absolute Randinteressen, Inselbegabungen. Ich habe Schülerzeitung gemacht, habe eine eigene Zeitung gemacht, Comics gezeichnet und sozusagen mich im Kreativen das kompensiert, was ich woanders nicht haben konnte. Ich hatte die Skater Girls natürlich auch nur auf der Traumliste, aber nie in der Realität. Nein. Ja. Und die Frage ist ja, also war dir das bewusst? Ja. Das ist mir immer noch bewusst. Nein, also ich meine, ich frage mich immer, ob man erst rückblickend so checkt, wo man so hingehört hat. Oder ich habe mich irgendwie eigentlich auch nie irgendwo wirklich zugehörig gefühlt. Du? Das geht mir heute noch so. Ich in mir auch. Ja. Wie gut, aber, dass wir uns haben, vor das Therapiegespräch. Aber das ist tatsächlich so, dass man, und das ist etwas, was du, weil du vorhin gesagt hast, über das Showbiz reden, ist natürlich auch langweilig, über Showbiz zu reden, aber es ist schon so, dass auch so ein bisschen ein Sammelbecken von solchen Leuten, die viel Außenseitertum erlebt haben. Meinst du? Ja, die Coolen, die Guten. Ich glaube, du hast recht. Und trotzdem behandeln wir uns ja auch nicht freundlicher dadurch, obwohl wir es besser wissen sollten. Weißt du, was ich meine? Wäre es nicht schön, aus diesem Außenseitertum daraus eben so ein Zugehörigkeitsgefühl oder so eine liebevolle Freundlichkeit mit anderen Menschen in dieser Branche zu haben oder grundsätzlich mit Menschen, warum ist es immer dann noch so ein Opportunismus oder so ein Ellenbogending oder...
Ja, es ist so, aber dem entziehe ich mich zum Beispiel komplett. Aber das habe ich auch schon immer, auch in Schule und so. Ich hab ich war nie kompetitiv. Also ich wollte nie irgendwie... Nee. Wolltest du nie der Beste sein? Nein, weil ich wusste, ich bin's. Nein, aber ich, das ist, weiß auch nicht, das ist oft so immer zu anstrengend. Was du, wolltest du immer Wettbewerb und es zeigen, es beweisen? Also beweisen wollte ich schon, ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, wem. Ich frage mich das bis heute. Wem will ich, warum bin ich so getrieben? Warum bin ich so rastlos? Warum, wem will ich eigentlich, warum muss immer so noch mehr? Und ich bin gar nicht verbissen, weil dafür bin ich, glaube ich, auch zu, wie soll ich sagen, zu schlusig so mit mir, also so zu, ich will dann halt auch doch lieber mal Exzess und so weiter, aber ich, doch in den Fächern, die mir früher wichtig waren, wie Deutsch und Englisch und so Französisch Sprachen, wollte ich schon gut sein. Aber weil es Spaß gemacht hat. Ich habe schon Ehrgeiz. Ja gut, dass diese Art von Ehrgeiz verstehe ich. Hast du schon auch? Den natürlich, klar. Sonst würde man ja tatsächlich nur so wie so ein Gummi irgendwie in der Gegend rumhängen. Und ich habe mich schon über Leistung definiert. Ach, okay. Also Leistung hatte für mich was mit Liebe zu tun, glaube ich. Das heißt also, geliebt zu werden, nur weil man ist, ist dann nicht ausreichend. Hast du das? Geliebt werden, nur weil du bist? Also man erfährt ja zum Beispiel unbedingte Liebe und sozusagen Liebe, die nichts fordert von Familie, ja, von den Kindern, von den Eltern. So. Bestenfalls. Genau, aber das hast du. Dein Elternhaus... Hat mich sehr geliebt. Ja, genau. Aber war auch schon, da war schon Leistung wichtig. Gut, du hast natürlich... Da musste man schon abliefern. Da konntest du nicht am... Also, und ich meine damit gar nicht so Schulnoten. Das war meinem Vater gar nicht so wichtig. Meiner Mutter war es wichtig. Die ist auch, Gott sei Dank, schon immer Riesenfeministin gewesen. Und mein Vater auch. So, kannst alles werden, alles sein. Also, da sollte eben nicht so nach dem Motto, ja... Nur weil du jetzt Brüder hast, heißt das nicht, du brauchst dich weniger anzustrengen oder musst dich mehr anstrengen oder so. Die hat in mir, glaube ich, so einen gesunden Ehrgeiz so ausgelöst. Aber dieses beim Mittagstisch mit der Familie nicht schlagfertig zu sein, dafür wurdest du bei uns platt gemacht. Da wurdest du gedisst. Da musstest du Bescheid wissen. Aber das ist dann so ein, aber schon mit Humor. Also, ja, aber auch mit Wissen. Also wenn du bestimmte Dinge nicht wusstest, dann warst du das Opfer. Also dann wurdest du, da wurdest du auch bloßgestellt. Ja, ja, ja. Und auf welche, wie bloßgestellt? Also, also noch mit einem Augenzwinkern oder schon ernst? So einem halben Augenzwinkern. Okay. Ich weiß noch, mein Vater hat auch mal, ich habe irgendwann, glaube ich, mit 12 oder so mal erzählt, irgendwas von einem Jungen aus der Klasse, Nils, den ich total toll fand. Und habe da relativ lange drüber geredet. Und dann sagte mein Vater am Ende... Diese Geschichte hat keine Pointe. Ja gut, das ist aber auch... Aua! Ich meine, ich war verknallt. Ja. Mir doch scheißegal, ob ich 20 Minuten über Nils Socken geredet habe. Lass mich doch! Kaufst du gerne Sachen? Konsumierst du gerne? Ja. Was ist dein Lieblingskonsumprodukt? Ich bin total handyabhängig. Obwohl ich tolle Bücher lese, merke ich immer, dass ich vor dem Lesevorgang immer noch eine Stunde im Netz verdaddel. Also die ist so richtig weg. Ja. Und das ist ja nur etwas, was mich anstrengt oder was mir das Glück der anderen voll... Ich bin kein neidischer Mensch, aber es macht mich dann nervös. Warum war ich, ich sehe dann was von dir und denke, warum war ich noch nie in der Kurzstrecke eingeladen? Was soll das, dieses Arschloch? Deswegen nein, oder, machen wir das hier. Nein, ja, Therapie. Es war ganz ohne Druck. Leute haben gesagt, ich muss das unbedingt machen, wenn ich am Leben hänge. Nein, aber weißt du, es macht einen nur, es gibt einem so wenig und es saugt so viel aus und trotzdem kann man es nicht lassen. Es ist eigentlich auch eine toxische, eine toxische Beziehung. Total. Was machen wir dagegen? Man kann nur eins machen, nämlich Kunst. Und deswegen gehen wir jetzt singen. Wir gehen singen, da daddelt man nicht am Handy. Wer Musik macht, ist nicht am Handy. Ach so, Karaoke? Ja. Okay. Hier gibt es einen Karaoke-Laden. Ja, gerne. Ich habe das noch nie gemacht. Noch nie. Doch, ich hatte das schon mal gemacht, aber ich erinnere mich nicht, weil ich meine betrunken. Das ist so ein allgemein doch recht gegenwärtiger Zustand in diesen Bars. Ah ja. Also wir können auch gerne dazu was trinken, auch gerne sehr viel. Überredet.
Okay, wir singen jetzt ein Duett. Wenn ich unglücklich bin und ich singe, dann geht's mir besser. Danke, danke. My love, there's only you and my life. Oh Gott, das ist aber mega schwer. Only my first love. Da kannst du nämlich die Frau machen. Und singen. Grease, Summer Night. Wie geht loving. Das? Ja, oder Summer Night. Summer Night. Summer Night. Oh, oh, those. Kenn ich auch nicht. Natürlich kennst du das. No summer night. Tell me more, as a lover. Oh Gott, schwierig. Tell me more. Sehr, also völlig unqualifizierter Vorschlag. Tonmann wünscht sich freiwillig. Und vor allen Dingen, nachdem er gerade schon den Brecht-Durchfall überwunden hat. Von einem Countertenor raus. Oder möchtet ihr auch mal mitsingen? Kann ich das ganze Team mal singen? Oder das seid ihr wirklich komplett Fall. Nutzlos? Was ja viele nicht wissen, unser Kameramann Simon, hier, kannst du ruhig mal zeigen? Ja. Weil er ist wirklich, ich finde, man kann den gut angucken. Ja. Der war ja mal Sänger. Nein. In einer, wie sagt man, Death-Metal-Band? Auch. Auch Death-Metal-Band. Und danach in einer Grindcore-Band. In einer Grindcore-Band? Oh ja. Mit dem Titel, mit dem Namen japanische Kampfhörspiele. Und Simon hat, singen? Grunz? Genau, es gibt einen Grunzer, einen Growler und einen Screamer. Und die beiden wechseln sich ab. Ein Grunzer und ein Screamer, das kenne ich nur aus meinem Liebesleben. Ich hab gedacht, nee, mach ich es nicht. Lass ich leben. Wenn die Karasek den nehmen will, dann also, liegt er. Aber Pierre, man muss aber sagen, ich bin mir halt einfach für gar nichts zu schade. Das finde ich toll. Weißt du, du hast das Niveau, ich habe ihn gemacht. Den Grunzer und den Screamer. Ich habe gerade wirklich Bilder im Kopf. Weil es gibt bei Männern wirklich diese Grunzer. Diese Grunzer und dieses Orgasmusgesicht dazu. Wie geht das Orgasmus? Oh Gott, das Erbärmliche. Wenn die so. Nee, ich bin ja keine Schauspielerin. Warte. Es ist ganz unattraktiv, so dass man, während er den Orgasmus hat, schon wegguckt. Nie wieder wirst du einen von mir bekommen. Oder schon am Handy. Ach, schon am Handy, auf Instagram, auf Tinder schon wieder. Couple goals. Ich hatte wirklich ein total langweiliges Liebesleben. Ich hab sowas gar nicht. Du hast nie eine Grunzerin gehabt? Ich habe nie eine Grunzerin gehabt. Nee, ich hab wirklich. Hattest du denn mal eine, wie ist die andere, eine Screamerin? Auch nicht. Screamer? Doch, Frauen screamen doch voll oft. Wirklich? Ja. Wie klingt das? Ah! Oh fuck, das klang wirklich echt. Pierre! Hast du das jetzt gespielt? Ich bin so erregt von Hildegard Knef. Nee, also Orgasmus-Faken, das wissen wir ja seit Harry und Sally, wie leicht das geht. Ja, das stimmt. Ich weiß, ihr Männer wollt das immer nicht wahrhaben. Ich habe noch nie einen vorgetäuscht. Wirklich, kann ich mit Sicherheit sagen. Ehrlich? Ich habe ehrlich noch keinen Orgasmus. Weil du kannst ja, naja, manchmal will man dann einfach, dass es... Will man einfach mal auch seine Ruhe dann. Du, da will man einfach mal gemütlich auf Instagram sein. Genau. Ja? Die Seele baumeln lassen, 3 Stunden online. Nicht nur die Seele. Und dann, ne, ja. Wollen wir eigentlich jetzt... Das Gute ist, wir haben Simon denkt sich jetzt erst aus der Nummer raus, aber ich möchte gerne Simon mal grunzen hören. Ich frage mich, warum ihr eigentlich die ganze Zeit in die Mikrofone spricht. Das ist... Möchten wir einen Longdrink? Wollen wir alkoholfrei? Wollen wir... Was möchtest du? Wonach ist dir, Pierre? Nee. Nimm du ein Bier und ich nehme einen Shot. Was
Da will ich jetzt auch nicht. Der schmeckt richtig geil. Trinkst du eine Berliner Luft mit mir? Ja. So, Leute, jetzt gibt's Shots. Jetzt trinkt sich der Simon mal warm, weil er uns gleich was vorgrunzen wird. Ja, jetzt hör doch mal auf. Aber dann zeig mir, wie es geht. Nein! Und wir trinken jetzt. Ja. Trinkt ihr mit? Natürlich trinken die mit. Cheers. Cheers. Cheers, Leute. Auf dich. Schön, dass ihr mich besucht. Richtig geil. Cheers. 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 Die haben schon. Die haben ohne uns. Ja, also mich wundert das nicht. Ich kenne die schon länger. Der quatscht so viel. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass die überhaupt noch da sind. Oder ich sing's dir alleine. Sing's mir vor. Soll ich's dir? Weil ich kenne es tatsächlich. Du kennst es? Ja, schon Gesang. Nein! Ich studiere Musik und hab grad ein Fachgesang. Das heißt, oh Gott, wie schrecklich muss das für dich sein gerade? Möchtest du dein Haar mit dem Wind mit Laura singen? Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube, nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ich will. Sie weiß, was sie will. Ich will dich nie mehr aus den Augen verlieren. Will deine Hände sanft und weich auf mir spüren. Kann ich nicht machen. Glauben daran, dass es auch so weitergehen kann. Gar kein Fall. Kann ich dich sehen? Mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang. Mit deinem so vertrauten, typischen Gang. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. An einem leeren Strand allein mit dir sein. Und alles tun, was man so tun kann zu zweit. Die Welt mit dir ziehen. Cancel, cancel, cancel. Dem ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen. Und alles das, bis uns die Sinne vergehen. Wär das nicht schön, ich weiß, was ich will. Dass jede Nacht für uns zum Karneval wird. Und jeder Weg nur zueinander uns führt. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Was ich will, ich will dich ganz und gar und immer um mich. Was uns im Wege steht, das ändere ich. Ich hab noch nie im Leben Berge versetzt. Ich tu es jetzt. Sehr textintensiv, der Song. Du bist ja voll musikalisch. Florian Silbereisen, was wollen wir jetzt singen? Du. Du. Du, ich schlag vor, wir machen was ganz Verrücktes und singen was aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika. Von REM heißt die Gruppe. REM. Das ist REM. Ich kenne die REM-Phase vom Schlafen. Ist so, das diese genau. REM-Phase? Das ist ein ist das, Lied das, wo die Augen so zum Einschlafen. So, wir singen von REM. Ich verliere meine Religion. Ja, ja, auf geht's. Aber das ja, wollen wir ja. Ja, mach der Musi dazu. Ja, dann mach ich die Musi. Ja, los. Ja, pfirti, ja, pfirti. Ja, heuer, singen wir das heuer noch. Das singen wir heuer. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Ich dachte immer, es heißt cry. Ich auch immer cry. Ich dachte wirklich cry. That was just a dream. Ah, da kommt's. Ah. Try, cry, fly, try. But that was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream. Oh, ich hab Gänsehaut. Guck mal. Ich hab tatsächlich Goosebumps. Du auch? Ja, ich hab auch wirklich tatsächlich Gänsehaut. Krass, ja. Yeah. Das sind echte Gefühle. Das sind echte Gefühle. Ich wusste gar nicht mehr, wie sie sich anfühlen. Ich hab völlig alles abtrainiert. Wow.
Wow. Laura, das war sehr schön. Das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Ohne Scheiß. Wow. Komm, das ist die richtige Musik, um sich zu warmen. Das war schön. Vielen, vielen Dank. Das war echt schön. Ja. Möchtest du allein hier noch ein bisschen singen? Ich finde die Musik. Darf ich noch ein bisschen hier rumsingen? Ja, klar. Ich lasse dich noch alleine singen. Wirklich? Ja. Sing aber was, dass mir das Gefühl gibt, dass du sehr traurig bist, dass ich wenn jetzt gehe. Wenn du gehst, can you feel the love? Warte, oh. Ich oder weißt du, was gut ist? All by myself. All by myself. Nein, dann müssen wir, warte mal. Das ist zu, ich bin ja gerade in den 90er Jahren. Wenn da, das ist das aber ist, wirklich zu hoch für mich. Aber das ist für deinen Abgang das hier. Das ist wirklich. Ne, aber ich kenn, was lässt du mich jetzt wirklich alleine? Ich lass dich jetzt alleine. Aber ich möchte rausgetragen werden von deiner Stimme. Oh Gott, Pierre. Das war so schön mit dir. Das ist die Musik für unseren Abend. Wir singen bald nochmal zusammen. Hey du, und wir nehmen ein Album auf. Ich kenne Leute. Ich bin wirklich traurig. Ich bin auch traurig. Aber man soll immer aufhören. Wenn es am schönsten ist. When the wind was so cold, that my body froze in bed. If I just listened to it right outside the window. When I touch you like this, and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back to me now. There were moments of gold. Das ist zu hoch für mich. Flashes of light. Nein, ich höre auf. Dankeschön. Wir sind Serenity. Das ist Mörder. Wie auch immer, Serenity Mörder. Und nächste Song heißt Death Pack.